Shalom Aleichem, wir lernen weiter Mishnah, Mishnah 17. Sein Sohn Shimon sagt, alle meine Tage bin ich unter Weisen groß geworden und habe für den Körper nicht Besseres als Schweigen gefunden. Nicht Studium ist die Hauptsache, sondern das Ausüben, Tachles, Meise. Wer viel redet, bringt Sünde mit sich. Also, Rabbi Simcha von Vitri, ein Rabbiner aus Deutschland, sagt, es gibt nicht besseres Eigenschaft, als zu schweigen. Kluge Menschen, wenn sie schweigen, schon gut. Und dumme Menschen, wenn sie schweigen, das ist schon eine Matana, das ist schon ein Geschenk. Und wenn ein Mensch schweigt, da denkt jeder, dass er ist eine Weise. Viel Zorres und Probleme bringt der Mensch auf sich, wenn er redet zu viel. Wer aufpasst seinen Mund und seine Zunge, schon mehr mit Zarot nafsho. Rabbi Menachem Amiri aus Spanien sagt, wenn ein Mensch redet wenig, hat er wenig Fehler. Also, wenig reden, wenig Fehler. Guck mal, wie viel Zorres, wie viele Probleme hat Josef gebracht auf seine Mishpoche, auf seinen Vater, auf sich, auf seine Brüder. Dass er hat erzählt, alle seine Träume. Man braucht nicht alles zu erzählen. Und wenn man erzählt zu viel, bringt man auf sich Probleme. Und vergiss nicht, was ist passiert mit Shimshon und Dalila. Ja, Dalila, seine Frau. Shimshon und Dalila. Man erzählt eine Legende, einmal der Bär ist gegangen neben dem Bienennetz. Wie heißt der Netz von den Bienen? Dort, wo sie leben, diese viereckige. Bienenwabe. Einmal der Bär ist gegangen neben die Bienenwabe. Und er hat das nicht gesehen. Und es war dort eine Biene. Sie war zuständig zu aufpassen auf die Bienenwabe. Als sie hat gesehen, den Bär, sie ist geschrien, der Bär ist gekommen, der Bär ist gekommen, der will der Honig. Und gleich alle Bienen sind gekommen, nervös. Und der Bär hat gesehen, die Bienen machen Balagan. Und er hat gefragt, was ist passiert? Da sagt die Biene, oh, wir wissen, du willst nehmen unsere Honig, aber du wirst das nicht schaffen. Sagt der Honig, aha, sagt der Bär. Jetzt weiß ich, dass ihr habt Honig, habe ich nicht gewusst. Gut, das habt ihr mir das gesagt. Und gleich hat er genommen die Bienenwebe mit dem Honig und gegessen den ganzen Honig. Wer hat das erzählt? Johann Ketzner, eine Legende auf Deutsch. Aber Rabbi Avraham Stahl bringt das in sein Buch, wie gesagt, er bringt in Pirkei Avot Legenden auch von anderen Völkern. Also rede nicht und gib nicht Info, die man nicht braucht. Verstanden? Man sagt in Jiddisch, es ist besser zu sagen, ich bin gewesen krank, als zu sagen, ich bin gewesen reich. Wenn einer sagt, ich bin gewesen krank, du bist geworden Meshuge? Du bist nicht Meshuge. Für das, was du brauchst, hast du ganz genau viel Sicherheit. Ich habe noch nie gesehen, dass du trinkst saure Milch oder heiße Cola ohne Gas. Ich hab dir noch nie gesehen, zu trinken heiße Cola ohne Sprudel. Und ich habe dir nicht gesehen, essen salzige Pizza. Du weißt ganz genau, wie zu leben. Du liebst Pizza, ich weiß. Meshuge, du bist nicht Meshuge. Meshuge ist eine Diplome. Ja. Und? Sascha spielt Schach und er hat gespielt auch mit meinen Kindern. Levi kommt in 2 Wochen, Bezrat Hashem. Gut, also, nicht das Lernen und das Predigen ist die Hauptsache, sondern die Handlung. Und sie haben einmal diskutiert, was ist wichtiger, lernen oder handeln? Was ist wichtiger am Leben, mehr lernen oder mehr zu tun? Sie haben gemacht, zum Schluss, es ist besser zu lernen, um zu machen. Tachles,
ist ausüben. Der Mensch soll nicht lernen, um später zu sein gegen seine Eltern frech. Weißt du, was ist frech? Chutzpenjak. Chutzpe, Frechheit gegen die Älteren. Was ist Midrash? Midrash bedeutet auch die Drascha, die Predigt. Das, was der Weise erzählt dem Publikum, soll er nicht reichen mit das, was er sagt, sondern soll er es versuchen, vorbildlich zu sein. Weißt du, was ich meine? Jeden Lehrer, jeden Rabbi, du kannst nicht eine Predigt halten, soll man nicht rauchen und du selbst rauchst. Du kannst nicht reden über Spende, wenn du nicht selbst gibst. Manchmal, ich mache eine Schiur, soll man geben, ich muss früher selbst geben, damit soll es glaubwürdig kommen. Zum Beispiel, ich halte nicht die Rede über Diät. Warum? Weil ich muss selbst abnehmen. Ich kann nicht sagen, die anderen Leute machen Diät, aber ich kann reden über viele andere Sachen, die ich versuche, an mir zu arbeiten, gut zu sein. Verstanden? Niemand von uns ist perfekt. Aber steht, nobody is perfect. Aber wir versuchen, gut zu sein. Warte. Er gibt auch das Beispiel, dass ein Mensch soll nicht bitten, die andere zu geben, und er selbst gibt nicht. Deshalb, jeden Mensch, der viel spricht, bringt Sünde. Wenn einer stellt dir eine Frage, sollst du nicht sofort antworten viel, sollst du viel überlegen und wenig antworten. Irgendein russischer Freund hat mir gesagt, dass wenn man macht mit dem Hammer, mit dem Nadel, man muss viel überlegen und einmal hacken. Und nicht viel mal hacken und einmal überlegen. Versteht ihr? Man muss ganz genau wissen, wozu machen den Schnitt, wozu machen die... Ja. Gott hat gegeben der Mensch zwei Ohren und einen Mund. Warum zwei Ohren und einen Mund? Soll er reden ein bisschen und hören viel. Und ich kann euch nur sagen, ich höre viel mehr als das, was ich erzähle. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie viel Zeit muss man investieren beim Torah lernen. Muss man, ich gebe ein Beispiel. Meine Frau soll gesund sein, Chani, sie kocht. Kocht gut, Baruch Hashem. Wie lang dauert es zu kochen für Shabbat? Mindestens 2-3 Stunden. Stimmt? Wie lange dauert es zu essen? Halbe Stunde, sagt Chani, nein. So viel habe ich gekocht, so lange sitzt ihr am Tisch. Emes, Wahrheit. Wenn habe ich 2 Stunden gekocht, ihr sitzt 2 Stunden am Tisch. Versteht ihr? Ja. Also es geht nicht, dass man arbeitet stundenlang und in einer Minute Shabbat Shalom. Gut, ich wünsche euch alles Gute.